Ja. Guten Tag. Ich möchte Ihnen einen kleinen Überblick über Möglichkeiten von Phytoinhalation geben. Das ist also die inhalative Aufnahme von pflanzlichen Wirkstoffen. Ist laut genug? Hallo? Okay. Dafür braucht man, wie Werner schon sagte, Vaporizer. Das sind relativ neue Hilfsmittel, die also in ihrer Wirkung noch lange nicht ausgetestet und ausgeschöpft sind. Es werden dabei zwei Hauptziele verfolgt. Einmal eine spürbare und leicht dosierbare Medikation, wobei man dann natürlich nebenwirkungsfreie, sanfte, pflanzliche Heilmittel verwenden kann. Und dann ist auch noch eine sichere Technik, mit der man viele Rauch- und Räucherdrogen zu sich nehmen kann, ohne gravierende Nebenwirkungen durch Schadstoffe. Bei der Phytoinhalationstherapie mit Heilpflanzen wird in der Regel weit weniger Pflanzenmaterial benötigt als bei Zubereitung von Kräutertees oder beim Rauchen. Also wir gehen davon aus, dass eine Hälfte bis meist sogar ein Drittel der Dosis, der normalen Dosis ausreicht. Die Wirkung tritt sehr schnell ein. Also erste Effekte sind so nach 2 Minuten zu verspüren. Die volle Wirkung ist meistens nach 5 Minuten da. Pflanzenheilkunde, das werden Sie wissen, ist eine der ältesten Heilkunden überhaupt. Und sie wird eigentlich weltweit angewandt, wurde weltweit angewandt. Es gibt sogar Tiere, also es ist bei Affen beobachtet worden, dass sie bei Durchfall auf bestimmten Pflanzenrinden kauen. Und also wie gesagt, Phytotherapie, Phytoinhalation, ein Teil davon ist eigentlich eine sehr anerkannte Medikation, die leider ein bisschen vernachlässigt wird, aber darauf komme ich später noch. Es fehlen, deswegen wird sie etwas stiefmütterlich behandelt, Nachweise für sämtliche wirksamen Inhaltsstoffe in der Pflanze, wobei die Pharmaindustrie natürlich bestrebt ist, synthetische Pflanzeninhaltsstoffe patentiert auf den Markt zu bringen. Aber es ist tatsächlich so, dass die in der Pflanze enthaltenen Wirkstoffe, man spricht da von Haupt- und Begleitwirkstoffen, erst im Gesamtkompositum wirklich eine volle Wirkung entfalten. Das ging so zum Beispiel bei Digitalis, da hat man also erst in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gemerkt, dass die Glykoside, die eigentlich Wirkstoffe sind, gar nicht so gut resorbiert werden, wenn man ihnen nicht einen weiteren Begleitwirkstoff des roten Fingerruts zusetzt. Das sind also gewisse Saponine, die zur Resorption der Wirkstoffe wesentlich beitragen. Der Trend ist natürlich trotzdem da, dass synthetisiert wird und patentiert wird, damit man wirklich mit solchen Drogen handeln kann. Als Grund dafür wird eigentlich angeführt eine bessere Dosierbarkeit und eine bessere Verträglichkeit. Auch sollen Nebenwirkungen geringer sein als bei der Verabreichung von pflanzlichen Drogen. Das kann man so, glaube ich, nicht ganz stehen lassen, denn es gibt tatsächlich Wirkungen, Nebenwirkungen von Arzneimitteln, wie jeder weiß, die auch wie die Wirkungen von Pflanzendrogen empirisch festgestellt werden. Also das heißt, nachdem das Medikament auf dem Markt ist, werden weitere Nebenwirkungen, kontraindikative Wirkungen mit anderen Medikamenten festgestellt und dann werden eben die Waschzettel nachgebessert. Den Status billigt man momentan der Phytotherapie noch nicht zu, obwohl eigentlich die ganzen Wirkstoffe der einzelnen Pflanzen empirisch seit Jahrtausenden erforscht sind. Dass in der medizinischen Fortbildung, in der medizinischen Ausbildung eigentlich recht selten auf Phytotherapie eingegangen wird, ist auch noch ein Grund, weswegen die etwas stiefmütterlich behandelt wird. Dabei könnte es durchaus sein, also bei den angestrebten Kostensenkungen im Gesundheitswesen, dass man also mit pflanzlichen Präparaten eine erhebliche Kostensenkung betreiben kann, wenn man sie vernünftig einsetzen würde. Ja, pflanzliche Heilmittel besitzen also immer einen Wirkstoffkomplex. Das ist eine sehr ausgewogene und aufeinander abgestimmte Gesamtheit, die sehr gute Wirkung im menschlichen Körper hat. Deswegen, wie gesagt, erscheint es fragwürdig, da einzelne Stoffe zu extrahieren und sie dann als Medikament zu verabreichen, wenn man die Gesamtpflanze verabreichen kann.
Das macht Schwierigkeiten, wenn man sich überlegt, dass Kräutertees nicht sofort wirken, sondern also eine wirkliche Wirkung erst nach einer halben bis einer Stunde verspürt wird. Oder dass eben, wie gesagt, Pflanzen in der Ayurveda oder in der traditionellen chinesischen Medizin auch geräuchert werden, auch bei schamanischen Riten geräuchert werden und durchaus eine Linderung haben, aber gleichzeitig die Kontraindikation, sehr viele Schadstoffe aus dem Rauch, sehr viele Kondensate, Phenole, Kohlenmonoxid, was es da alles so gibt, was beim Rauch entsteht. Und da ist natürlich der Vaporizer, der dann einigermaßen schadstofffrei arbeitet, wie das bei guten Geräten der Fall ist, eine interessante Alternative, die man durchaus einsetzen könnte. Aber wie gesagt, von Pharmaindustrie und Arzneimittelbehörde werden empirische Daten für Pflanzendrogen also kaum anerkannt. Ich habe schon gesagt, dass Pflanzendrogen recht nebenwirkungsarme Mittel sind. Sie sind trotzdem sehr nachhaltig und können auf Dauer auch bei chronischen Erkrankungen eine echte Heilung bringen. Wenn man dann sogar nicht einzelne Heilpflanzen, sondern erprobte Mischungen einsetzt, ist die Wirkung oft noch wesentlich effektiver als bei der Monodroge oder gar beim isolierten Wirkstoff. Mischungen gibt es für Bronchialleiden, Magen-Darm-Probleme, als Diuretika, Sedativa, bei Dysmenorrhoe, da komme ich dann später noch drauf, bei Hautkrankheiten wie Dermatitis, zur Wundbehandlung, besonders in der Aromatherapie und bei vielem anderen. In der klassischen Weise werden so Mischungen oral verabreicht oder direkt am Krankheitsherd appliziert, also mit Tinkturen, Umschläge, teilweise Darmsuppositorien. Es gibt also viele Verabreichungsmethoden. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass mit der Phytoinhalationsanwendung, das heißt also mit einem Vaporizer, Krankheitsherde auch erreicht werden, die sonst eigentlich bei oraler Aufnahme von normaler Ansicht her eigentlich besser wirken sollten, oral als inhalativ. Aber bei Magenbeschwerden zum Beispiel hat sich gezeigt, dass teilweise die Inhalationen wesentlich effektiver waren als eine Teekur. Da komme ich dann noch drauf, weil es ist tatsächlich so, dass also Phytoinhalation betrieben werden kann wie andere medizinische Inhalationen, sei es jetzt Aerosol oder sonst was. Da komme ich noch drauf. Es ist tatsächlich so, dass man nicht alle Wirkstoffe mit Phytoinhalation einsetzen kann. Ja, also in der Phytoinhalation, dadurch, dass sie so schnell wirkt, haben wir gemerkt, kann man auch nicht standardisierte Drogen einsetzen. Das ist natürlich ein Argument der Pharmaindustrie, dass die pflanzliche Droge schwer zu standardisieren ist. Es ist aber heute eigentlich nicht mehr gegeben. Das deutsche Arzneimittelbuch zeigt genaue Anleitungen auf, es werden genaue Anbauanweisungen gegeben, es werden genaue Mischungsanweisungen von gleichen Pflanzen aus verschiedener Provenienz gegeben, damit ein gewisser Standard bei den einzelnen Heilpflanzen erreicht wird. Heute sieht es tatsächlich so aus, dass die Inhalationsmedikation sehr sanft, sehr wirksam ist und sie wird immer mehr verbreitet. In der Schulmedizin gibt es das auch inzwischen. Also es gibt inhalative Verabreichung von Insulinpräparaten. Und es gibt tatsächlich Nachweise für, oh ja, muss ich da nochmal anmachen, gibt Nachweise für eine bessere Wirkung, vor allen Dingen der Immunreaktionen bei inhalativen Impfungen gegen Masern. Das wird zwar sehr zögerlich angewandt, wird sich aber, weil es doch eine sehr sanfte Methode ist, wahrscheinlich auf Dauer durchsetzen. Die Phytoinhalation kann mit Heilpflanzen in der Reinform stattfinden. Es gibt aber auch Rezepturen, die eingesetzt werden können, die auch inhaliert werden können. Das spannendste Beispiel ist, wo auch am meisten Forschung im Moment mit
Heilpflanzen läuft, das Präparat Dronabinol, das ist also eine Rezepturmischung der Wirkstoffe aus dem Cannabis. Und dazu gibt es sehr viele Studien, da gehe ich nachher auch noch mal ein bisschen drauf ein. Wie gesagt, also die Phytoinhalation mit dem Vaporizer, das nennt man auch Vernebler. Es gibt mehrere Vernebler auf dem Markt, die auch medizinischer Standard sind, die aber, beschreibe ich gleich, also wesentlich weniger intensiv und wesentlich weniger gut wirken, als wenn man das Kompositum der Gesamtpflanze einatmet. Der einfachste Beispiel für eine Phytoinhalation ist eigentlich, das kennt jeder, ein Wasserdampfbad mit Kamille. Das funktioniert deswegen sehr gut, weil Sie fragten, weil die Wirkstoffe schon unter 100 Grad sieden, also dann durchaus im Wasserdampf eingeatmet werden können. Das Unangenehme ist und bleibt eben dabei, das Handtuch über dem Kopf und den Kopf über die heiße Schüssel halten. Das ist also ein bisschen unangenehm und vor allen Dingen auch Kindern schwer beizubringen. Andere Vernebler, wie gesagt, arbeiten mit Ultraschall. Oder es gibt die Aerosolsprays. Bei beiden Methoden gibt es den Nachteil, dass Substanzen in ihrer rein pflanzlichen Form nicht geeignet sind. Bei Aerosolsprays spielt manchmal die Molekulargröße eine Rolle, dass diese Stoffe nicht bis in die Lunge transportiert werden können. Das gleiche gilt für Aerosolsprays. Die Mehrzahl der Wirkstoffe eignen sich nicht und sie kondensieren entweder an dem Hochdruckgefäß an der Dosenwand oder sie sind eben, wie gesagt, molekular zu groß zum Transport. Es gibt also nur wenige Krankheitssymptome, die mit Inhalation auf dem normalen schulmedizinischen Weg behandelt werden können. Die Vaporizer der neuen Generation arbeiten mit verschiedenen Techniken. Jetzt hoffe ich mal, dass mein Bild wiederkommt. Oh nein, es kommt überhaupt nicht. Okay, jetzt ist das Bild wieder da. Haben wir denn? Page down, page up. Wie bitte? Ich habe mit der Maus gar nichts. Das ist merkwürdig jetzt. Gut. Es geht eigentlich nur darum, dass ich Ihnen ein paar Bilder zeigen wollte, ein paar Grafiken. Ich wollte das eigentlich nicht so sichtlastig machen. Okay, also es gibt verschiedene Vaporizer, verschiedene Systeme, denen heißt die Hitze herzustellen, um Wirkstoffe zu evaporieren. Da ist zunächst mal in der Abbildung 1 ein Vaporizer mit einer Heizplatte. Da wird eine Temperatur erreicht, die zum Vernebeln von Wirkstoffen erforderlich ist. Sie sehen da oberhalb von den Pfeilen ist diese Heizplatte, da liegen die Kräuter und es steigt dann Dampf hoch, den man absaugen kann. Nachteil dabei ist, dass eigentlich nur die pflanzliche Substanz, die direkt auf der Heizplatte liegt, die Temperatur erreicht, die zum Vaporizen nötig ist. Die zweite Methode, die man entwickelt hat, ist die Heißluftevaporation. Dazu Abbildung 2 und Abbildung 3. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Abbildung 2 zeigt Evaporation mit Heißluftgebläsen. Das heißt, durch die Pflanzenmasse wird heiße Luft im Idealfall mit genau der Temperatur, die nötig ist, um die Wirkstoffe zum Sieden drin sind, geblasen. Und man muss dann einatmen, direkt die Gebläseluft, was natürlich den Nachteil hat, also dass die Titrierbarkeit, die Dosierbarkeit von pflanzlichen Wirkstoffen nicht mehr gegeben ist, weil diese Gebläsegeräte kann man zwischen den einzelnen Inhalationen nicht ausschalten, sonst überhitzen die sich. Es geht also zwischen zwei Inhalationszügen doch sehr viel Wirkstoff an die Luft. Das wird vermieden teilweise, wir sind immer noch bei Abbildung 2, mit Zwischenbehältnissen. Das ist so eine Art Ballon, die an das Gebläse angeschlossen wird und die dann
die Wirkstoffe auffängt und man kann sie dann nach Bedarf aus dem Ballon inhalieren. Das ist ein sehr gutes Verfahren, das ist auch reichlich erforscht. Der Nachteil dabei ist, dass selbst dann noch in diesem Ballon, wenn er nicht innerhalb von 2 bis 5 Minuten geleert ist, doch sehr viele Wirkstoffe, gerade von höher siedenden Substanzen, an der Ballonwand kondensieren. Als drittes ist dann noch die Abbildung mit einem Heißlufterzeuger, der meist oberhalb der Pflanzenmasse angebracht ist, der nur dann extrahiert, wenn man an dem Gerät saugt. Das ist hier mit den Pfeilen dargestellt. Nur wenn wirklich inhaliert wird, werden tatsächlich Wirkstoffe aus dem Kräutermaterial extrahiert. In den Inhalationspausen steigt erfahrungsgemäß die heiße Luft nach oben, denn der Heißlufterzeuger ist oberhalb von den Kräutern. Als weiteres ist bei manchen von diesen Geräten, von den Absauggeräten mit Heißluft, noch ein Wasserfilter zwischengeschaltet. Der scheint also tatsächlich nötig zu sein. Das hat man also teilweise bei den Vaporizern in der Abbildung 2 erfahren, dass also die Pflanzenmaterie, die doch sehr staubtrocken wird, wenn sie mit Heißluft durchströmt wird, dann Mikropartikel freigibt, die mit der Heißluft mitgerissen werden und dann also wirklich sehr tief ins respirative System eindringen. Das wird durch einen Wasserfilter quasi geschlossen. So, jetzt zeige ich Ihnen mal Beispiele, wenn es funktioniert, der einzelnen Vaporizer. Das ist also ein Vaporizer, der mit einer Heizplatte funktioniert. Wir haben also hier im Gerät eine Messingpfanne sogar noch. Das ist natürlich nicht also unbedingt jetzt medizinischer Standard. Aber wie gesagt, es funktioniert. In dieser Glasglocke sammeln sich die Dämpfe und die werden dann abgesaugt. So Geräte sind also meistens sagen wir mal vorsichtig im hedonistischen Einsatz im Gebrauch, wo es auch nicht so darauf ankommt, dass also jetzt wirklich die Pflanzenwirkstoffe total extrahiert werden beziehungsweise dosierbar extrahiert werden. Das ist ein Gerät, was mit Gebläse funktioniert. Es hier vorne in dem Gerät ist das Gebläse integriert. Die heiße Luft wird hier in ein aufsteckbares Gefäß geblasen, in dem sich die Kräutermasse befindet. Und wird dann eben hier inhaliert, wie gesagt mit dem kleinen Nachteil, dass man das Gerät zwischenzeitlich nicht abschalten kann, sonst wird das, also zumindest das Gebläse nicht, sonst wird das so heiß, dass also eine Verbrennung eintritt. Jetzt haben wir das nächste Gerät. Sie haben gesehen, bei den beiden letzten Geräten jetzt schon war eine Digitalsteuerung drin, die ist also meines Erachtens wirklich vonnöten. Das ist ein Gerät, wo ein Ballon als Zwischenbehältnis verfüllt wird, was, wie ich vorhin schon sagte, eigentlich sehr gut funktioniert, bis auf, dass man den Ballon recht schnell leeren sollte. Das ist jetzt ein Gerät mit integriertem Wasserfilter. Das ist also so, dass die Heißluftquelle hier oben drüber sitzt. Hier ist das Pflanzenmaterial. Nur wenn durch den Schlauch inhaliert wird, wird Heißluft durch das Pflanzenmaterial getrieben und in dem Modell sogar noch in einem Wasserbehälter, den sieht man jetzt ein bisschen schlechter, gefiltert wird. So, das war mal die Erklärung von den Geräten. Das effektivste Verfahren scheint also wirklich zu sein, einen Heißlufterzeuger zu haben, der meiner Meinung nach oberhalb des Kräuterbehälters platziert sein sollte, dass wirklich während der Inhalationspausen keine Extraktion stattfindet und dass man somit also zumindest einen nachvollziehbaren und titrierbaren Prozess hat, wo man sagen kann, so und so viel Wirkstoff hat der Patient zu sich genommen. Dass ein Thermostat in den Geräten enthalten sein soll, das ist selbstverständlich, weil ansonsten man wirklich die Temperaturen nicht vorwählen kann, die nun tatsächlich für das einzelne zu evaporierende Gut nötig sind. Damit komme ich ein bisschen darauf, was Sie meinten, dass es ein bisschen schwierig ist, zu Phytoinhalation zu betreiben.
Im Grunde genommen nicht. Es gibt nur zu wenig wissenschaftliche Abhandlungen darüber, wie sich Siedepunkte von Wirkstoffen und vor allen Dingen auch von Begleitstoffen verhalten. Es gibt durchaus Wirkstoffe, die sich eignen würden, weil sie unterhalb von 235 Grad, wo der Verschwelungsprozess anfängt, sieden, die aber so komplex in ihrer Struktur sind, dass sie anfangen, sich zu zersetzen. Das sind natürlich ungeeignete Stoffe, aber ansonsten gibt es also doch eine sehr große Bandbreite von verschiedenen Heilpflanzen, die Wirkstoffe enthalten, die sehr gut inhalierbar sind, die auch teilweise sehr hoch eingestellte Temperaturen benötigen, um überhaupt zum Sieden zu kommen. Ich habe da hier ein Beispiel, das sind Salvia divinorum Extrakte, die sind schon wirklich grenzwertig, weil also wenn man versucht, Salvia divinorum Kraut zu phytoinhalieren, ist es meistens so, dass die Masse anfängt zu schwelen, dass die Salvia-Blätter schwarz werden. Es gibt aber eine sehr schöne Möglichkeit im Vaporizer, indem man hochkonzentrierte Salvia divinorum Extrakte verwendet in alkoholischer Lösung. Das ist also sehr gut reproduzierbar. Doch, das ist ein bisschen ungeschickt in der Aufnahme. Sie meinen jetzt Flüssigkeiten, um zu evaporieren. Da gibt es verschiedene Lösungen bei den einzelnen Geräten. Meistens funktioniert das sogar schon mit medizinischer Baumwolle, solange die Siedetemperaturen nicht zu hoch sind. Also es kann dann sein, dass die Baumwolle sich leicht bräunlich verfärbt. Das ist wohl auch noch ein Vorteil bei diesen Inhalationsvaporizern, die kein Gebläse dazwischen haben mit Heißluft, weil man kann das Vaporisationsgut recht gut beobachten. Und man kann eben sehen, wenn dann zum Beispiel Masse, auf die das Öl oder die alkoholischen Extrakte aufgetragen werden, wenn die sich verfärbt, wie zum Beispiel Baumwolle, dann muss man mit den Temperaturen runtergehen. Es gibt Lösungen mit einer besonders behandelten Stahlwolle, die Flüssigkeiten aufnimmt. Es gibt die Lösung, mit Glasschaum zu arbeiten. Das ist recht effektiv, weil der Glasschaum kann natürlich dann jederzeit sterilisiert, wieder gereinigt werden, kann für andere Drogen verwendet werden. Wie bitte? Da mag ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich erzähle Ihnen jetzt nur, was über Vaporizer überhaupt zu wissen ist. Also da müssen Sie ein bisschen googeln oder nachher eventuell in meinen kleinen improvisierten Workshop kommen, den ich jetzt noch nachgeschoben habe. Da geht es um ein bestimmtes Vaporizer-Produkt. So, also wir waren jetzt gerade beim Salvia divinorum. Das heißt, psychoaktive Pflanzen können natürlich darin auch verwendet werden. Ich gehe da mal nicht allzu sehr drauf ein. Also der hedonistische Konsum von Drogen ist insbesondere mit Cannabis interessant für viele Leute, die zumindest nicht mehr rauchen wollen und denen andere Methoden, das einzunehmen, eben erstmal in der Wirkung zu wenig reproduzierbar sind. Also ein Cannabis-Keks kann jedes Mal anders wirken, obwohl genau die gleiche Dosierung in Keks ist. Und es ist beim Cannabis-Rauchen, auch wenn man aus medizinischen Gründen raucht, so, dass das die allerbeste Methode ist im Vergleich mit Einnahmemöglichkeiten, wie eben es gibt Marihuana-Pflaster, es gibt Marihuana-Sprays, die man sich unter die Zunge sprüht, ein ganz ekelhafter Geschmack, aber wie gesagt, die wirken auch, nur eben in der Wirkung sehr verzögert und nicht so gut reproduzierbar, weil gerade wenn man im Magen einen Keks isst, dann kommt es wirklich auf die Verfassung des Magens in dem Moment, wo man den Keks zu sich nimmt, an. Ja, jetzt komme ich zu den Forschungsergebnissen. Es gibt also Feldforschung für Vaporizer noch nicht sehr lange und vor allen Dingen auch nicht im ausreichenden Maß. Das liegt, ich hatte es vorher schon angedeutet, wohl auch an der Pharmaindustrie, die sich
an sowas überhaupt nicht beteiligt, weil eben, wie gesagt, bei den Heilpflanzen keine synthetisch hergestellten Mittel eingesetzt werden, keine patentablen Mittel und sich deswegen für die Pharmafirmen der Aufwand nicht lohnt. Solche Versuche müssten eigentlich vom Bundesarzneimittelamt oder von den Food and Drug Administrations angeregt werden, um eben, wie gesagt, altes empirisches Wissen zu erhalten, was teilweise eben genauso gut wirkt wie chemische Drogen mit Nebenwirkungen. Wir sind eine Patientengruppe. Wir haben Feldversuche initiiert, und zwar an der phytotherapeutischen Abteilung an der Universität Santiago de Cuba. Merkwürdig, aber dort ist die Bereitschaft zur Untersuchung von alternativen Heilmethoden wesentlich größer als hier. Es liegt natürlich auch daran, dass da also eine gewisse Medikamentenknappheit herrscht und man wirklich alles probieren muss, um seinen Patienten zu helfen. Die ersten Tests vor 4 Jahren, die waren also wirklich so erfolgreich, dass Feldversuche und vergleichende Studien dort von den Ärzten angeregt worden sind. Wir haben ihnen dann Geräte zur Verfügung gestellt und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass da also die Wirksamkeit zumindest gleichzusetzen ist mit jedem chemischen Präparat und die Verträglichkeit also im Gesamten gesehen wesentlich besser ist als mit pharmazeutischen Mitteln. Der erste Feldversuch, wo ich Ihnen ein paar Sachen zu zeigen möchte, ist ein Feldversuch mit Frauen, die Regelschmerzen haben. Da ist hier eine Tabelle Dysmenorrhoe, das ist also der Name für Regelschmerzen. Da gibt es die idiopathische Dysmenorrhoe, die haben wir hier untersucht, weil sind Regelschmerzen, die also nicht organisch von irgendwelchen Myomen oder Entzündungen im Beckenraum beeinflusst sind. Und das sehen Sie eigentlich nicht viel, sondern nur die Zusammensetzung der Versuchsgruppe, wie alt die teilnehmenden Patientinnen waren. Und die Versuchsgruppen sind eben einigermaßen gleich zusammengesetzt. Jetzt haben wir hier die Intensität der einzelnen Beschwerden. Leicht kann man sagen, also die Frauen, die leichte Regelschmerzen haben, sind schon nicht mehr fähig, also ganz normal am Alltagsleben teilzunehmen. Sie haben teilweise weitere Symptome, das sind Durchfall. Ich kann es Ihnen schlecht beschreiben, ich kann mich da nur reinfühlen in so eine Situation. Sie sind eigentlich ganz gut mit chemischen Medikamenten zu behandeln, die Regelschmerzen in der leichten Gruppe. Es ist aber trotzdem unangenehm und hat, wie wir dann gleich noch sehen werden, Nebenwirkungen. Die Gruppe Mittel, da sind also wirklich starke Krämpfe da. Das sind Schmerzen, die teilweise bis zu 96 Stunden, also 4 Tage anhalten können und die teilweise auch schon vor der Regel einsetzen. Da ist eine Medikamentation dringend geboten. Die bekommen die Leute auch mit Antirheumatika und hauptsächlich mit Antispasmodika im schulmedizinischen Bereich. Schwere Symptome sind tatsächlich auch weit verbreitet. Das kann so weit führen, dass eine Frau tatsächlich bettlägerig wird die ganze Zeit über. Und es kann dort auch mit Medikation kaum noch geholfen werden. Also da zählt dann autogenes Training, da zählt Meditation, habe ich mir sagen lassen, um wirklich Symptome zu unterdrücken. So, jetzt haben wir hier die Befunde nach der Medikation. Das ist also tatsächlich so, dass in der Versuchsgruppe und in der Kontrollgruppe bei den leichten Menstruationsbeschwerden alle Frauen mit der pflanzlichen oder mit der pharmazeutischen Medikation zufriedengestellt waren, dass sie wieder am Alltagsleben teilnehmen konnten. Wo es dann variiert, sind die mittleren Beschwerden. Da sehen Sie also,
Eine ganz sanfte Pflanzenmedikation kann da etwas mehr helfen als eine pharmakologische Medikation. Und bei schweren, also bei wirklich sehr schweren Fällen, war es so, dass also doch teilweise Medikamente angewendet werden können. Die Ärzte in Kuba regen allerdings an, dass man eine Mischmedikation machen kann, also mit pflanzlichen Präparaten arbeiten und damit die Dosis von Chemikalien heruntersetzen kann. Ich verstehe Sie nicht. Da komme ich jetzt gerade dazu. Es wurden in der Versuchsgruppe wurde Pfefferminze verabreicht. Die ist also stark krampflösend und zwar standardisiert auf so, ich glaube, 1,5% Öl in der Gesamtmasse. Das ist also ein Standard, der hier vom Arzneimittelbuch verwendet wird. Die Kontrollgruppe hat 50 Milligramm Indomedazin bis zu dreimal täglich bekommen. Die Phytoinhalation ist zweimal präventiv gemacht worden, zwar einmal morgens, einmal abends, alle 12 Stunden. Bei der Kontrollgruppe war es auch so, dass nicht erst mit Einsätzen der Regel und der Schmerzen medikiert wurde, sondern das ist scheinbar üblich, dass bereits 5 Tage vor Einsätzen der Regel das erste Indomedazin gegeben wird und dann wirklich durchgehend bis zum Ende der Regel. Jetzt können wir sehen, was Indomedazin, was eigentlich noch ein schwaches Schmerzmittel ist, aber das Einzige, was also mit Mitteln wie Ibuprofen oder Aspirin auch von Medizinern vorgeschlagen wird zur Behandlung der Regelschmerzen, was das Indomedazin für Nebenwirkungen hat. Sie sehen in der Kontrollgruppe, dazu zu sagen ist noch, dass in der Versuchsgruppe keinerlei Nebenwirkungen aufgetreten sind. Subjektiv und auch nachweislich durch Untersuchungen hat man gesehen, also dass zum Beispiel Urin geklärt war, dass also auch keine subjektiven Beschwerden vorlagen. Hier ist es so, dass in der Kontrollgruppe ganz spezifisch sehr stark bei den schweren Regelbeschwerden gastritische Probleme aufgetreten sind, also bis hin zu einer chronischen Gastritis, wenn über Jahre die Medikamente verabreicht worden sind. Und dass eine gewisse Hypertension eintritt, also Bluthochdruck, der Frauen zusätzlich Beschwerden machen kann. Das kennt man, also man kann sich dann nicht mehr so bewegen oder so schnell bewegen, wie man eigentlich gerne möchte. Interessant ist, dass fast die Hälfte aller Patienten Nebenwirkungen hatten. Und hier sieht man Überschneidungen. Also gerade in der Gruppe mit schweren Problemen war es dann so, dass quasi beide dieser Nebenwirkungen, die untersucht worden sind. Es gibt natürlich noch andere subjektive Nebenwirkungen, aber die waren einigermaßen gut wissenschaftlich zu untersuchen. Also hat man sich auf diese beiden Nebenwirkungen beschränkt. Und in der schweren Regelschmerzgruppe waren also fast alle Patienten mit beiden Nebenwirkungen belastet. Das ist also jetzt erstmal der Versuch mit Regelschmerzen gewesen. Ansonsten gibt es noch einen zweiten Feldversuch, der auch so mit 42 Patienten in beiden Gruppen und Patientinnen durchgeführt wurde. Und da handelt es sich um dauerhaftes Asthma bronchiale. Oh ja, um das nicht zu vergessen, also mit Asthma bronchiale wurde dort behandelt, entweder mit einer Gabe von 2 Kubikzentimeter Salbutamol-Inhalationsspray täglich. Die konnten die Patienten sich verabreichen, wie sie das gerne wollten. Das war also bis zu im Durchschnitt 4-mal täglich. Die Versuchsgruppe bekam eine 1:1-Mischung aus standardisiertem Salbei und Thymian. Und zwar auch wieder präventiv im 12-Stunden-Rhythmus. Jetzt haben wir hier Versuchsgruppe und Kontrollgruppe aufgeschlüsselt nach Alter und nach Geschlecht. Das hat sich herausgestellt, dass also die Ergebnisse typisch für jede Gruppe waren, also alters- und geschlechtsunabhängig.
Es gab auch keine großen Unterschiede hinsichtlich der Symptomatik bei Frauen oder Männern oder altersbezogen. Trotzdem sind hier nochmal auslösende Faktoren aufgezeigt. Das heißt, ganz stark ist bei einem Bronchialasthma auch der psychosomatische Effekt, also was hier gelb emotionale Bedingungen genannt ist. Mit Klimaveränderungen ist dort in Kuba hauptsächlich gemeint, die Unterschiede von Trocken- und Regenzeit und der Einfluss von Klimaanlagen, wo also durchaus Katarrhe entstehen können, die dann chronisch werden und zum chronischen Bronchialasthma führen. Umwelteinflüsse, ja natürlich sowieso, besonders in Kuba, weil da also Katalysatoren und so noch wirklich noch nicht Stand der Technik sind und noch alles verbrannt wird, was man finden kann. Und dann, was sehr wichtig ist, sind auch Allergien, weil da sollte eigentlich ein Haupteinsatz von pflanzlichen Heilmitteln liegen, weil also Allergien bis hin zum anaphylaktischen Schock erwartet man eher von Medikamenten und das ist, hat sich tatsächlich auch so bestätigt. So, es sind jetzt wesentliche Symptome, das heißt also Rhinitis ist eigentlich nur ein sehr schwache Zusatz, ein sehr schwaches Zusatzsymptom zu dem Asthma bronchiale, das heißt also die Nebenhöhlen können noch verschleimt sein, es kann Schnupfen dazukommen, schwerer Husten, das sind also Katarrhe, die zusätzlich zur Atemnot auftreten und Dyspnoe, gut, das sieht dann so aus, dass da also tatsächlich Atemschwierigkeiten so auftreten, dass also auch das respirative System fast aussetzt. Ne? Schnappatmung nennt man sowas auch. So, das waren die Versuche in Kuba. Hier ist noch eine klinische Bewertung, die auch ganz interessant ist. Also mit der sanften Inhalation ist quasi wiederum dasselbe erreicht worden wie mit der medikamentösen Behandlung. Es wurde da Wert darauf gelegt, dass die Patienten erst ihren Fragebogen, der jedes Mal ausgefüllt worden ist, beziehungsweise angekreuzt worden ist, ausfüllen, wenn sie subjektiv eine Wirkung verspüren. Das heißt also, wenn jemand nach 5 Minuten noch nichts verspürt hat, hat er weder gleich noch schlechter oder besser angekreuzt, sondern erst nach 15 Minuten dann angegeben, ob es besser, schlechter oder gleich geblieben war. Manche haben nach 5 Minuten, das sieht man in beiden Gruppen, in Kontroll- und Versuchsgruppe, nach 5 Minuten tatsächlich eine kleine Verschlechterung erfahren. Das kann man so nicht sagen, das ist wahrscheinlich, behaupten die Ärzte in der emotionalen Gruppe, die einfach nicht genug Zuwendungen hatten, die in beide Inhalationsformen Vertrauen verloren haben. Also warum das so ist, kann man nicht genau sagen. Jedenfalls ist eine Verbesserung bei beiden Versuchsgruppen eingetreten, bei der Phytoinhalation sogar, wie man sieht, noch etwas stärker. Das relativiert sich dann im Ablauf der Zeit, also bei 10 und bei 15 Minuten ist es dann doch so, dass insgesamt die Kontrollgruppe besser abschneidet. Aber was damit bewiesen sein sollte, ist, dass Phytoinhalation wirksam ist, dass sie chemische Mittel ersetzen kann, ohne Nebenwirkungen zu haben und dass also da wirklich noch Forschung sehr nötig ist. Der Versuch wird auch noch fortgesetzt. Nach deutschem Recht müssen dann auch spirometrische Tests gemacht werden, vor und nach der Medikation. Bis jetzt hat man die Patienten nur täglich abgehört, also die Lunge abgetastet und abgehört und ansonsten nur Fragebogen ausfüllen lassen. Das muss noch weiter objektiviert werden. So, jetzt komme ich nochmal zu der Phytoinhalation mit einer sehr wichtigen Heilpflanze, das ist Cannabis indica. Oder Sativa, da gibt es also
Studien, separate Studien. Ich könnte sehr viele aufzählen. Ich möchte eigentlich gar nicht aufzählen, sondern ich möchte jedem wirklich nahelegen, sich mit der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin oder der internationalen Gesellschaft Cannabis als Medizin in Verbindung zu setzen. Das ist eine wissenschaftliche Gesellschaft, die also dankenswerterweise uns auch sehr viel Information zur Verfügung stellt. Danke, Franjo Grotenherm. Und die dokumentieren tatsächlich seit mehreren Jahren alle wissenschaftlichen Arbeiten und Versuche, die inhalativ oder auch sonst wie mit Cannabis zusammenhängen. Bei der Cannabis-Medikation hat sich inzwischen rumgesprochen, dass vielen ausmedikamentierten Patienten sehr geholfen werden kann mit den unterschiedlichen Krankheitsbildern und das auch sehr gut wissenschaftlich nachweisbar ist. Es sind allerdings wenige Medikationen bis jetzt anerkannt. Hauptsächlich ist das bei Übelkeit und Erbrechen, Magersucht und Gewichtsverlust der Fall. Da ist also auch, sind auch Cannabis-Medikamente verschreibungs- und in, sogar in den USA erstattungsfähig. Das sind also ganz etablierte Effekte, die auch schulmedizinisch anerkannt sind. Ansonsten gibt es viele seriöse Studien. Bitte nachschauen unter ACM e.V. www.acmed.org. Da findet man also sehr viel darüber, dass zum Beispiel bei Allergien Cannabis gut hilft oder lindert, bei Juckreiz, bei Entzündungen, Infektionen, Epilepsie, Depressionen, Glaukom, bei Tinnitus, bei Bronchialleiden, bei Suchtverhalten und Entzugssymptomen und noch vielem anderen mehr, wobei besonders Multiple Sklerose hervorzuheben ist, wo Symptome, gerade die spasmischen Symptome, überhaupt nicht in den Griff zu bekommen sind mit bekannten Medikamenten, jedenfalls bei einer Großzahl der Patienten nicht. Cannabis verschafft dort Linderung. Was auch noch wenig bekannt ist, aber was den Betroffenen sehr große Probleme bereitet, das sind Querschnittsgelähmte, die meistens eine Dysfunktion der Blase haben. Und da ist Cannabis dafür verantwortlich, dass sie leichter und regelmäßiger harnen lassen können. Das ist also mit keinem Medikament bis jetzt erreicht worden. Also die moderne Cannabisforschung zeigt also, dass zumindest diese Anwendungsgebiete, die ich jetzt aufgezählt habe, für bestimmte Patienten das Mittel der ersten Wahl darstellen. Und gerade an dieser, man kann schon sagen, sie ist wieder hoffähig geworden, an dieser Medizinalpflanze Cannabis zeigt sich, dass die Pharmaindustrie darauf drängt, keine Zulassung von pflanzlichen Heilmitteln zu erteilen. Und sie wollen damit eine Verabreichung von nicht patentablen Pharmazeutika verhindern. Das ist auch sehr verständlich. Sie wollen Profit machen, aber es wird auch teilweise eine Dämonisierung betrieben. Da kann ich oder darf ich vielleicht mal zitieren eine Antwort auf Thesen, die erst in diesem Monat veröffentlicht worden ist, bei der IACM. Und zwar geht es da um Thesen von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter der Bayer AG. Die Bayer AG stellt das vorhin erwähnte Inhalationsspray her, was unter die Zunge gesprüht, oder nicht Inhalationsspray, sondern Spray her, was unter die Zunge gesprüht wird und dann von dort aus über die Schleimhäute diffundiert. Dieser wissenschaftliche Mitarbeiter von Bayer konstatiert, dass Patienten weltweit nach einer Linderung ihrer Beschwerden durch ein zugelassenes Arzneimittel suchen, das ihre Ärzte verschreiben können, bei dem sie darauf vertrauen können, dass es standardisiert, sicher, wirksam ist und von den Behörden und anderen Kostenträgern erstattet wird. Er behauptet weiter, dass Sativex gegenwärtig das einzige Medikament ist, das diesen Anforderungen gerecht wird und daher der neue Goldstandard, soll heißen Mittel erster Wahl für Cannabis-Medikamente ist. Da gab es also vehemente Diskussionen. Ich möchte zitieren Arno Hasekamp von der Uni Leiden, der leitet dort das Institut für Pharmakognosie. Der hat schon sehr viele Versuche mit Cannabis, unter anderem auch mit Verdampfern, durchgeführt. Er
sagt dazu, Sativex hat wohl den wertvollen klinischen Beweis geliefert, dass Cannabis in der Tat zu einer modernen, pharmazeutisch akzeptablen Zubereitung entwickelt werden kann. Auch wenn ein pharmazeutisches Produkt den Behörden besser gefällt, so ist pflanzlicher Cannabis weiterhin der Goldstandard hinsichtlich der Zahl der zufriedenen Konsumenten. Es ist höchste Zeit, dass eine Gruppe von Wissenschaftlern aufsteht und pflanzlichen Cannabis gegen die pharmazeutischen Mächte dieser Welt verteidigt. Wenn pflanzlicher Cannabis nicht ernsthaft als ein Medikament betrachtet werden kann, wie kann dann ein alkoholischer Extrakt der gleichen Pflanze, damit ist das Sativex, das Bayer-Medikament gemeint, dann plötzlich ein hochstandardisiertes pharmazeutisches Produkt sein? Meiner Auffassung nach hat das nicht viel mit pharmazeutischer Strenge zu tun, jedoch möglicherweise mit der Angst vor der Konkurrenz der Cannabispflanzen. Es ist daher fair zu fragen, ob pflanzlicher Cannabis unakzeptabel in Hinsicht auf die Medikamentensicherheit oder in Hinsicht auf die Haltung ist. Das sagt eigentlich alles aus. Die Schwierigkeiten, mit denen wir auch kämpfen, die wir Phytoinhalation propagieren, es gibt eben starke Gegenspieler. Hasekamp greift dann seinen Kollegen weiter sehr rigide eigentlich an. Da geht es um die Phytoinhalation. Der Bayer-Mitarbeiter behauptet da, Verdampfung bleibt für die THC-Zufuhr so unwirksam und unvorhersagbar wie das Rauchen. Die Antwort dann, ganz meiner Meinung, pflanzlicher Cannabis wird meistens geraucht und es ist richtig, dass anekdotische Behauptungen über die Wirksamkeit von gerauchtem Cannabis den Regulierungsbehörden wenig bedeuten. Allerdings war es an erster Stelle die Erfahrung einer Vielzahl von medizinischen Nutzern, überwiegend Rauchern, die Cannabis zurück auf die politische und pharmazeutische Agenda gebracht hat. Heute ist es breit akzeptiert, dass Inhalation von Cannabinoiden eine ausgezeichnete Art und Weise der Einnahme darstellt, wenn sie auch für andere Medikamente ungewöhnlich ist. Was jetzt nur gebraucht wird, ist ein Applikationssystem, mit dem Cannabis inhaliert werden kann, ohne ihn zu rauchen. Mit einigen der qualitativ hochwertigen Verdampfern gelangt dieses Ziel schließlich in Reichweite. Nach den Ergebnissen meiner eigenen Studie mit Verdampfern besitzt die Verdampfung den Nutzen des Rauchens, das heißt schnelle Applikation, einfache Titrierung, schnelles Einsetzen der Wirkungen, jedoch ohne die hohe Belastung mit krebserregenden Substanzen. In einer klinischen Folgestudie wurde gezeigt, dass die Blutspiegel von THC erheblich und gut reproduzierbar sind. Also dass gerade mit Verdampfern eben quasi doppelblind Studien durchgeführt werden könnten, wenn sie denn nun endlich mal jemand bezahlen würde. Folgerichtig, schreibt Hasekamp weiter, marginalisiert der Brief des Bayer-Mitarbeiters die Rolle, die pflanzlicher Cannabis bei der weiteren Entwicklung von medizinischem Cannabis spielen kann. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch ein paar Beispiele geben von erfolgreichen Anwendungen im Vaporizer. Das sind Drogen, die unter Aufsicht von Ärzten und Heilpraktikern getestet worden sind. Die Einnahme mit dem Verdampfer oder dem Vaporizer ist in der subjektiven Wirkung von sämtlichen Probanden den anderen Verfahren vorgezogen worden. Da gibt es erstmal Baldrian als Tinktur oder als Teemischung. Die hatten bei den meisten Probanden subjektiv kaum Wirkung, weil die Tees also wirklich erst nach einer halben oder nach einer Stunde wirken und die subjektive Entspannung zu lange auf sich warten ließ. Beim Einnehmen mit dem Vaporizer war es tatsächlich so, dass nicht nur ca. 50% der Probanden eine Wirkung verspürt haben, sondern die große Mehrzahl, und die subjektiv beruhigende und einschläfernde Wirkung trat unmittelbar ein. Beim Baldrian sind überhaupt keine Nebenwirkungen bekannt, also eignet sich Beruhigungstee mit Baldrian bestens zur Selbstmedikation im Vaporizer. Ich hatte schon erwähnt, auch die Feldversuche, dass Mischungen für Bronchial- und Hustenreise eingesetzt werden können. Die Wirkdauer beträgt in der Regel mehrere Stunden, was mit keinem Medikament erreicht wird. Bei Katarren sind sie sogar fallweise anhaltend. Die außer den erwähnten Mischungen mit Salbei und Thymian
gibt es also noch reizhustenlindernde Mischungen aus Basilikumkraut, Efeublättern, Eukalyptusblättern, bitterem Fenchel, Kamilleblüten, Melissenblätter, Spitzwegerichblätter, Lungenkraut und Lindenblüten. Teilweise sind das Teerezepturen, die auch in der normalen Apotheke zu erhalten sind. Und man kann sie dann nicht nur als Tee einsetzen, sondern kann sie mit einem vernünftigen Vaporizer auch inhalieren, um eine schnellere Wirkung zu bekommen. Besonders bei Bronchialanwendungen interessant sind noch Mischungen mit Weidenrinde und Gewürznelken. Das sind also ayurvedische Rezepte. Dabei muss gesagt werden, dass Weidenrinde das schöne Aspirin ist. Im Grunde genommen eine patentierte heilpflanzliche Substanz, die die Firma Bayer sich schon, also Anfang des letzten Jahrhunderts, hat patentieren lassen. Und bei Mischungen eben mit Gewürznelken und mit Weidenrinde, teilweise auch noch mit anregenden, stimulierenden Heilpflanzen, hat sich gezeigt, dass erstmal eine schmerzstillende Wirkung noch zeitgleich da war, dass die Hustenreize wesentlich besser gelindert wurden und dass die Atmung erleichtert wurde, halt hauptsächlich auch durch Bronchialerweiterungen von stimulierenden Mitteln. Die Gewürznelke ist dazu sogar noch keimtötend. In der Ayurveda verwendet man dazu Räucherungen, um in der Raumluft einigermaßen keimfrei zu halten. Bei chronischen Bronchialkranken hatten wir auch die Erfahrung, dass Dosen pharmazeutischer Drogen herabgesetzt werden konnten durch Phytoinhalation. Das gab es sogar in mehreren Fällen mit Cortison. Bei Anwendungen mit reinpflanzigen Mischungen konnten die Cortisongaben fast um ein Drittel verringert werden. Hatte ich eben schon mal von geredet, von stimulierenden und anregenden Heilpflanzen. Zeigen sich auch also verblüffende Wirkungen teilweise. Wir haben das mit dem Heilpraktiker probiert, Guarana, Mate und Tee zu inhalieren. Das hat sich tatsächlich so dargestellt, dass sofort nach der Inhalation eine Erhöhung der Herzfrequenz messbar war. Bei einem Teeaufguss oder auch beim starken Espresso lässt die Wirkung eigentlich bis zu 15 Minuten auf sich warten. Und das subjektive Gefühl der Anregung war genau das gleiche, also sofort nach der Inhalation war da was zu verspüren. Jetzt habe ich noch ein paar Pflanzen, die eigentlich teilweise keine bekannten oder nachgewiesenen Wirkungen haben, aber als Stimmungsaufheller wirken und Geschmacksverbesserer. Das sind so Pomeranzenschalen, Zitronenschalen, süßer Fenchel, Süßholzwurzel, Lavendelblüten, krause Minzeblätter und Muscatella-Salbeiblüten. Das sind alles Pflanzen, die auch in der Aromatherapie eingesetzt werden. Und inzwischen ist ja auch eigentlich bewiesen, dass also eine bessere Befindlichkeit die Heilung unterstützt. Und deswegen werden diese Substanzen dann manchmal Mischungen zugesetzt. Aber insgesamt ist es doch sehr nötig, dass Vaporizer weiteren klinischen Untersuchungen unterzogen werden und dass vor allen Dingen die gesamten Anwendungsgebiete erschlossen werden, weil inzwischen zeigt sich das, dass die viel größer sein könnten, als man vermutet. Es müssten eben nur die Forschungsgelder dafür da sein. Zusammenfassend lässt sich also sagen, mit bekannten Heilpflanzen ist eine bessere, zuverlässige und oder stärkere therapeutische Wirkung erreicht worden, als zu erwarten war. Weiter ist die einsetzende Wirkung verzögerungsfrei. Die Anwendung von herkömmlicher Inhalation ist da ist die Vaporizer-Behandlung als Primärbehandlung vorzuziehen, weil keine Nebenwirkungen auftreten, die alle entfallen. Bis auf bekannte Nebenwirkungen, die also empirisch schon lange bei Heilkräutern bekannt sind. Ich möchte eigentlich nur sagen, Johanniskraut wird auch ganz gerne vaporisiert, aber die UV-Empfindlichkeit wird auch beim Inhalieren wesentlich herabgesetzt, ist also doch eine gefährliche Heilpflanze. Jo, und der letzte Aspekt ist natürlich dann immer noch die Kosten, also Wirkstoffe in der pflanzlichen Form sind wesentlich kostengünstiger als pharmazeutische Präparate. Dann habe ich jetzt noch ein Zitat von Lester Grinspoon, das ist ein Cannabisforscher seit den 70er Jahren, der eigentlich unsere Meinung bestätigt.
der sagt, viele Jahre Erfahrung haben uns gezeigt, dass Aspirin viele Anwendungsmöglichkeiten und eine begrenzte Toxizität besitzt. Doch könnte es das Zulassungsverfahren der FDA, der amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde, heute nicht mehr erfolgreich durchlaufen? Das Patent ist abgelaufen und mit ihm der Anreiz, die beträchtlichen Kosten für dieses moderne Gütesiegel aufzubringen. Üblicherweise sind Pharmakonzerne, die das Patent eines vielversprechenden Medikaments besitzen, bereit, die großen Geldbeträge zu investieren, die nötig sind, um die von der FDA geforderten kontrollierten Doppelblindstudien für die Zulassung des potenziellen neuen Medikaments durchzuführen. Da aber keine Möglichkeit besteht, ein Patent auf natürliches Marihuana oder